das zieht von da, scheiße. Ich kann nicht zu Schuhgröße? 42. Alter? 20. Sie haben etwas Sperrbrett zahlen, das Kaffee mit dem das Bier mit der Karte und kriegen erst noch gerade diese Karte. Absolut, ich muss sagen, es lohnt sich. Es ist nämlich schon bedeutend wärmer und es ist wirklich richtig bequem. Und dass es schneller geht für euch, oder? Wenn ihr dann in das Münzgrüne Katze und so, ist dann das Lohn. Im Ausland, vor allem im Norden, zahlt man nur noch mit Karte. Wir haben aber gesagt, wir wollen beides. Wir wollen zahlen, dann merken wir einfach, das ist und wie schnell das geht. Und unter dem Strich kommt dann jeder schneller dran, weil es ja eben schneller geht und alles einfacher wird. Darum also heute unbedingt mit Karte zahlen, dann gibt es erst noch eine Karte zur Wärme. Schön, bis. Und so eine kleine Mitteilung für die, die jetzt auf der Suche sind, nach einem passenden Adventskalender oder die Jungsschule 25. Plus! Mit Nummer 33 Kevin und unsere Nummer 36 Manuel. Auf der Satzbahn FSB, der Satzbahn mit Nummer 13 Mirko. Mit Nummer 15 Alexander. Mit Nummer 19 Dimitri. Mit Nummer 23 Eder.
Liebe FCB-Fans, heute Morgen ist mit dem Friedl Rausch, dem ehemaligen FCB-Trainer, gestorben. Der 77-jährige Friedl Rausch war in der Saison 92-93 Trainer vom FC Basel. Eine Saison vor dem Aufstieg ins Nationalamt. Anschließend ist er mit Kaiserslautern Vizemeister in der Bundesliga geworden. Schon 1989 Schweizer Meister mit dem FC Luzern. Der FC Basel 1893 spricht der Familie von Friedl Rausch, allen voran seiner Frau und den beiden Söhnen, sie herzlich Beileid aus und bittet Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt für eine Trauerminute aufzustehen. Thank you.
macht eigentlich nicht.